120, das sind Geschwindigkeiten, die lassen sich sehen, finde ich. So kann man über die Autobahn fahren. Mit einem LKW. Huh! Das war knapp. Fahrzeug voll unter Kontrolle. Ah ja. So. Schaffen die Kurve? Ja, es dürfte sich ausgehen. Wahnsinn. Bin ganz schön schnell. Im 10. wollte ich nicht, im 9. Ja, jetzt sollte man nochmal schalten. Das tut dem Motor, glaube ich, nicht gut. Und wir sollten abbremsen. Ja. Es ist immer so ein Spiel mit dem Leben hier. Soll man es wagen oder soll man es nicht wagen, schnell zu fahren? Das ist immer so eine Sache. Allerdings haben wir jetzt in kürzester Zeit 120 Kilometer oder so geschafft. Ist schon super. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da schaffen wir ja... Ja, wie viel werden wir schaffen in 10 Minuten? 500 Kilometer? Sowas? Vielleicht. Ja, werden wir dann eh sehen. Ich schaue in 10 Minuten nochmal. Also jetzt haben wir noch 700, 800 Kilometer. Schauen wir in 10 Minuten nochmal und dann sehen wir es eh. So, Linz. Da müssen wir aber nicht hin, wir müssen nach Duisburg. Schon wieder der Name, den ich nicht aussprechen kann. Jetzt müssen wir leider trotzdem abbremsen hier. Oh ja, mal schauen. Ja, so passt's. 54. Tempomat rein. Passt. Wieder raus den Tempomat und treten. Zwölf Stunden noch. Komm, fahr vorbei. Okay, dann fahre ich eben wieder. Haha. Ja, ich habe ihm eine Chance gegeben, oder? Also jammern kann er nicht. Ich habe ihm die Chance gegeben. Upp, das war die falsche Taste. So will ich das Navi übrigens. Sieht viel besser aus, finde ich. Oh ja, schön, schön. Es gibt ja wirklich solche Autobahnen, die... So mit Laternen und so, die ganze Zeit. Finde ich schön. Fühlt man sich sogar auf der Autobahn wohl. Ich fahre irgendwie wie ein Besoffener so hin und her und hin und her und hin und her. Und zu schnell, zu langsam und wieder zu schnell. Na, zu langsam fahre ich selten. Du bist im Weg, Alter. Du bist im Weg. Fahr weg hier. Du nervst. Alter, ich habe die Radarmessungsschilder wieder mal übersehen. Ah, bin ich blöd. Ich schaue auch immer die Lärmschutzwände an und nicht die Verkehrsschilder. Ah. Regt mich auf, sowas. Regt mich richtig auf. So, hier müssen wir schon wieder abbiegen. Uah, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Tempomaten reintun. So. 50 km/h wieder. Ja, mehr als 50 kann man ja wohl nicht fahren. Das geht nicht. Es ist zu eng, um schneller zu fahren. So, noch 725 Kilometer. Was transportieren wir eigentlich? Upp. Jetzt erstmal raufschalten. Ja, in 10. vielleicht nicht, aber in 8. 9. Und dann schauen wir mal. Nächste Pause in 3 Stunden. Dann müssen wir eh bald schlafen gehen. Auftragsvergütung 45.000. Das geht eigentlich. Wir transportieren Kalium.
Kalium, ah. 20 Tonnen Kalium. Schaden 0-0, das passt auch gut. Schön. Schaden 0-0, ich glaube, jetzt hätte ich mir fast versaut. Zumindest wenn ein Auto hinter uns gefahren wäre. Jetzt müssen wir mal ganz kurz auf die Map schauen, leider. Schaffen wir den nächsten Rastplatz noch? Ja, oder? 3 Stunden. Ja, es geht sich schon aus. Wenn nicht, dann nicht. Dann bleiben wir nämlich hier jetzt nicht stehen. Sonst hätte ich jetzt hier gehalten und mal gepennt. Aber das sollte sich schon ausgehen bis zur nächsten Tankstelle. So, wie viel? Ja, jetzt waren wir ja schneller. Das ist gut. Das ist gut, das spart nämlich Zeit. Zeit ist Geld. Ich finde das so toll hier. Immer wieder, ich sag's echt immer wieder, aber ist einfach nur toll, oder? Man sieht da geradeaus und man sieht wirklich eine Landschaft, wie man sie in echt auch sieht. Und ich finde, das ist das Ziel einer Simulation, dass sie möglichst nahe an der Wirklichkeit ist und dazu auch noch Spaß macht. Das ist natürlich auch so ein Faktor. Es gibt ja auch Sachen in Simulationen, die sind so realistisch, dass das Ganze auch nur mehr übertrieben ist und keinem mehr gefällt. Das ist hier Gott sei Dank nicht so. Hoffe ich. Also ich finde nicht. Weiß nicht, wie es euch da geht. Oder wer von euch hat überhaupt den Euro Truck Simulator 2? Wer spielt denn den überhaupt? Das möchte ich auch mal wissen. Jeder, der spielt, der drückt auf Gefällt mir. spielt sich ja keiner Euro. Drückt keiner drauf. Gemein. Voll gemein. So, 120 km/h ist schon wieder viel zu schnell für unseren LKW eigentlich. Sollte man eigentlich verbieten, sowas. Ist es ja auch, aber wir machen es trotzdem. Geschwindigkeitsmessung. 110, ist da 110 gestanden? Ich glaube schon. 80. Es hilft nichts, wir müssen uns an die 80 halten. Ich will nicht nochmal geblitzt werden. Sie haben es so schon groß hingeschrieben, dass sie 80 sind, dann halten wir uns auch dran. Tempomat rein, damit man nicht zu schnell fahren. Unbewusst zu schnell fahren. Okay, ich habe ihn irgendwie nicht eingetan. Und jetzt ist eh schon wieder vorbei. Jetzt können wir wieder schneller fahren. So, der 9. Gang, der bringt uns jetzt ein bisschen auf Touren. So, 10. Soll man den überholen? Soll man ihn nicht überholen? Soll man ihn überholen? Soll man ihn nicht überholen? Wir überholen. Ein schöner Renault Magnum Truck. Ein schöner Truck, ich liebe ihn. Toll. Aber ich glaube, sehr anfällig, was ich so gehört habe von Freundinnen, also von echten Trucker-Freundinnen. Ich selbst bin keiner, aber ich kenne viele Leute, die trucken. Ja, und da habe ich eben gehört, dass der eher fehleranfällig ist. Ist. Der alte Scania soll anscheinend so gut gewesen sein. Nicht der hier, sondern der alte. Wie der ist, weiß ich nicht. Habe ich niemanden dazu befragen können. Ja, wir müssen ja raus da. Was mache ich denn? Passt. Können wir gleich mal tanken auch wieder. Gut. Können wir alles wieder auf einmal machen. Finde ich gut. Was kosten hier? 35 Euro oder wie? Ha. Das wäre mir aber zu teuer. 1,39. Okay. Ja, hilft eh nichts. Machen wir mal voll. Ich hoffe, dass das irgendwann kommt, dass man hier aussteigen kann, ja? Das wünsche ich mir. Das wäre irgendwie cool. Reingehen, bezahlen. Zwar voll zeitaufwendig und sinnlos. Hat überhaupt nichts mit einer Truck-Simulation zu tun. Aber wäre trotzdem irgendwie amüsant. So, dann rollen wir hier mal aus. Passt. Motor aus und pennen gehen. Weiter geht's. Spät in der Nacht. Schaut mal, das eine Licht.
Ja. Bisschen schneller fahren. Ah ja, gut, gut. In der Nacht ist zwar auch schön, aber nicht so schön wie am Tag, finde ich. Leuchtet das. Ja, ich muss ganz kurz noch hier die Frontmontierungen einschalten und die Dachmontierungen. So. Leuchten wir auch schön. Unten raufschalten sollten wir auch mal. Uah, was ist denn das gewesen? Ja, also sobald ich in der Außenperspektive bin, kann ich nicht mehr fahren. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber ich beherrsche es einfach nicht. Wie viel Kilometer haben wir noch? 601. Wir haben vorher gehabt 800, oder? Das heißt, wir haben in 10 Minuten 200 Kilometer geschafft. Gut, zu wissen. Ich habe auf 500 geschätzt, da habe ich mich ziemlich verschätzt. 3 Minuten. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen beschleunigen, sonst können wir hier nicht mehr weiter. Dann schaffen wir unseren Zeitplan gar nicht mehr. Obwohl, ich glaube, genug Zeit hätten wir. Hoffe ich mal. 110 sind hier sogar erlaubt. Das sind ja Geschwindigkeiten, von denen man sonst nur träumen kann. Traumhaft. So, vielleicht schaffen wir es jetzt endlich wieder über 100 zu kommen. Komm, hier ist sogar erlaubt und wir können uns nicht fahren. Weil unser LKW es hier einfach nicht packt. Das gibt's doch nicht. Hier ist nicht mehr erlaubt. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Hier kann man fahren, was man will. Hier ist alles erlaubt. Ja. So. Vielleicht schaffen wir noch mehr. Oh nein, nicht abbiegen. Jetzt schaffen wir es nicht. Okay, wir schaffen es nicht. Wir schaffen nicht mal mehr. Aber wir schaffen es noch, den Pisser hier zu überholen. So, und dann geht's mit 90 in die Kurve. So, perfekt. Und wieder abbiegen. Obwohl, abbiegen müssen wir ja gar nicht. Wir müssen eigentlich nur reinfahren. Bisschen runterschalten, weil so kommen wir nicht voran. So, 38 Kilometer noch. Dann sind es nochmal 500 Kilometer. Dann haben wir die Hälfte des Weges schon geschafft. Oh ja. 529 Kilometer. Tam tam tadam pa da du 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 du. Ja, okay, ich glaube, ich habe die Melodie verkackt. Aber egal, macht doch nichts. Oh, ein Tunnel. Wie schön. Hier werden wir sicher geblitzt, hundertprozentig. In Tunneln werde ich immer geblitzt. Ist mir jetzt egal, ich will schnell fahren. Komme ich schnell voran, ist gut. Schaffen wir alle 5 Sekunden einen Kilometer, ist gut. Okay. Was soll ich jetzt machen? Geradeaus fahren. Gut, das schaffe ich gerade noch. Hallo Kollege! Der hält uns wahrscheinlich auch für einen Horst oder so. So, wie sieht's aus? Da vorne ist eine enge Kurve. Okay, wir müssen runter vom Gas.
So.